Ich bin der Dennis Baumann. Wir sind hier heute in München, in meiner alten Heimat. Ich bin selbstständiger Lichtdesigner, arbeite im Kollektiv Normal Lighting. Meine eigene Firma ist die Friends Like You Agency. Der Band war wichtig, dass die Bühne nicht zu technisch aussieht, es trotzdem ein lebendiges und organisches Lichtbild gibt. Und dass eher mit Stimmungen gearbeitet wird und mit großen Bildern als mit zu viel Bewegung und zu viel auf die Fresse, sage ich mal. Also es gibt natürlich auch Parts in den Songs, die sich da anbieten, um eine Strobo-Attacke rauszufeuern. Aber generell ist die Band ein Fan davon, dass es lebendig aussieht und eben nicht zu wild, nicht zu bunt. Und das ist auch das, was wir hier versucht haben umzusetzen. Was uns auch sehr gut gelungen ist, würde ich sagen. Den Straßenlook vom Artwork hat sich die Band jetzt gar nicht so sehr gewünscht fürs Bühnenbild. Wir haben zwar den Backdrop in Schwarz-Gelb, wie auch das Album-Artwork gehalten ist. Allerdings ist es der Band immer wichtig. Es ist ja eine Punkrock-Band, man muss halt eine Backline sehen. Also wir würden hier nie anfangen, nur Camperboxen auf die Bühne zu stellen und das davor mit irgendwelchen Bannern zu verhängen, sondern der Band ist wichtig, dass es auch nach einer Band aussieht. Und ich denke, wir haben hier ein schönes Bühnenbild geschaffen. Wir arbeiten viel mit Gegenlicht. Ich habe zwei Lichtdollys, die hinter der Backline verbaut sind. Das schaffen so einen Schein als Gegenlicht hinter der Backline. Und dann gibt es noch eine Lichtkante vor der Backline, mit der ich als Gegenlicht bei der Band arbeite oder eben auch als Effekt. Da haben wir von Elation die Chorusline. LED-Bars dabei, Chorusline 16 und drei Paladins, ebenfalls von Elation, was ja so ein Washed-Strobe-Mischung ist. Genau. Und als Gegenlicht hinter der Backline haben wir uns für die SGM P5 entschieden. Altbewährter Wash, hat einen schönen Wurf, ist nicht ein zu krasser Beam, sondern eben streut schön und gibt mir so eine schöne Illumination hinter der Backline. Die Chorusline, die setzen erst so nach dem ersten Drittel des Sets ein. Davor sind die eigentlich noch nicht in Benutzung. Die Idee hinter den Chorusline war, die Band hat als erste Single den Song Rauschen gewählt. Und im Video damals wurde auch sehr mit einer Lichtkante gearbeitet. Die haben damals noch mit Sunstrips gearbeitet. Allerdings ist man mit den Sunstrips ja doch etwas eingeschränkt, sowohl farblich, weil man nur das Warmweiß hat, als auch, es fehlt natürlich die Bewegung. Mit der Chorusline habe ich die Möglichkeit, auch eine Wave über die Tiltbewegung zu erzeugen. Ich kann jeden Pixel einzeln anfahren, was mich natürlich dann noch weniger einschränkt. So, ich habe einfach viel mehr Möglichkeiten, Effekte zu geben und dadurch bestimmte Stimmungen zu erzeugen. Um es aber ein bisschen edler zu gestalten, habe ich der Band dann die Pads vorgeschlagen für diesmal. So haben wir eben schön die drei verschiedenen Ebenen. Wir haben die Lichtebene vor der Backline, die Lichtebene hinter der Backline und nochmal drüber die Pads, die auch dann als Effekt nochmal als warmes Licht mit eingesetzt werden können. Okay, also hier sehen wir eben die Ebene vor der Backline mit den Chorus Lines. Viermal Chorusline 16 von Elation und den Paladin von Elation. Beides sehr schöne Fixtures. Mir gefällt die Farbmischung sehr gut. Wie gesagt, man ist wenig eingeschränkt im Gegensatz zu den Sunstrips, wie es eigentlich mal gedacht war. Man hat eben auch noch die Möglichkeit, eine schöne Farbe zu geben und mit Lichtkanten hinter der Band zu arbeiten. Genau. Vorne ganz normal haben wir Gassenlicht dabei. Wir haben hier für die Martin Mac Auras entschieden. Einfach, da brauche ich, ist eigentlich egal, welches Fixture ich habe. Ich brauche einfach eine schöne Farbmischung, um die Band schön zu illuminieren. Ich bin auch kein großer Fan von zu viel Frontlicht. Und gerade bei der Show arbeiten wir eben sehr viel mit Gegenlicht und mit Gassen und lassen die Front oft aus. Das ganze Floor-Setup haben wir selbst dabei. Und nur alles, was geflogen ist, wird immer örtlich gestellt. Genau, dann haben wir hinter der Backline quasi tourfertig gebaut zwei Dollys. Das sind einfach nur Hof MLT-Trassen. Dort habe ich als Gegenlicht jeweils pro Dolly dreimal den SGM P5. Dahinter nochmal zwei, um das Backdrop zu illuminieren, die ich natürlich aufgrund des gelben Backdrops nur sehr minimal anfahren kann, weil das Gelb natürlich sehr reflektiert. Auf dem Dolly dann noch jeweils dreimal den Elation Darts. Das sind
schöner kleiner Beam. Sehr schöne Farbmischung, auch ein Wahnsinns-Output für die kleine Lampe. Also es ist einfach nur LED-Engine, aber sehr zufrieden mit dem Look. Sieht eben auch nicht zu technisch aus. Man hat nicht einen riesen Moving-Head hinter der Backline stehen. Und das ist alles schön versteckt. Genau, und dann noch als dritte Ebene oder als warme Lichtkante eben die Pads, die auch schon so sehr schick anzusehen sind und auch also einfach Wahnsinns Farbtemperatur, echt sehr schöner, fügen sich wunderbar ins Bühnenbild ein. Die Band ist auch so begeistert davon, dass sie eigentlich gar nicht mehr ohne diese Lampen losfahren will. Genau, der gefällt ihnen sehr gut, weil sie eben auch Wert darauf legen, dass immer die Backline zu sehen ist und dass das alles nach einer Rockband aussieht und eben nicht, wie es heutzutage halt oft ist, zu technisch und zu sauber aussieht, sondern es darf auch dreckig sein. Genau, in der Decke sind wir sehr variabel. Wir ordern eigentlich immer standardmäßig Front-Truss, Mid-Truss, Back-Truss. Ich brauche immer 6 Spots und 5 Washes pro Truss. Heute ist es aufgrund der kürzeren Spannweite der Halle, die Halle ist ja nicht so breit, konnte man die Trussen nicht zu breit bauen. Deswegen haben wir das Besteck einer Truss auf Back- und Mid-Truss verteilt. Ich habe so meine 6 Spots und habe aber sogar 8 Washes, um eben genug Farbe auch geben zu können. Ich arbeite eigentlich am liebsten mit der Hawk-Serie von High-End. Habe mir hier ein Setup mit der Hawklet und einem DP8000 der Hawk 3 und eben einem PC gebaut. So meine kleine Maschine, sage ich mal. Ja, ich habe tatsächlich auf der Hawk gestartet. Also ich habe mir damals, als das Touring-Ding ein bisschen mehr geworden ist, als ich so aus dem Club rausgekommen bin, habe ich mich dazu entschieden, einen Pult zu kaufen, um einfach einen Pult effektiv richtig lernen zu können. Also in dem Club, in dem ich gearbeitet habe, stand jetzt auch keine Grandma, sondern noch eine Likon. Und darauf halt einen Hybridpult zu lernen, ist natürlich schwer. Und ein Kollege hat sich damals eine Fullbore angeschafft, auch von Hawk 4. Und ich habe mir dann im gleichen Zug eine Nano gekauft und habe so das System gelernt und habe es sowohl schätzen als auch lieben gelernt. Also es ist für mich das System, auf dem ich am schnellsten und effektivsten arbeiten kann. Ich komme auch mit einer MA2 klar, aber eben nicht so schnell wie hier. Im Pult verbaut ein Intel NUC mit einem Touchscreen hier. Und hier noch als Erweiterung ein DP8000, um nochmal weitere 16 Universen bespielen zu können. Also ich kann mit dem kleinen Gerät hier 20 Universen befeuern. Bei der aktuellen Produktion brauche ich 4. Also ich komme eigentlich überall damit klar, selbst bei den größeren Festivals. Ich habe eine Woche vor der Tour, als die Setlist dann final stand oder im Grundgerüst stand, habe ich mich zu Hause hingesetzt. Ich habe zu Hause über Capture alles vorprogrammiert. Habe eben zu Hause nochmal ein zweites Pult, die Nano, die ich eben schon länger habe. Programmiere mir die Listen vor, höre mir die Songs an, bereite mir das alles soweit vor, wie ich mir das vorstelle. Ich kenne ja nach 3 Jahren auch die Wünsche der Band, weiß, wie die es gerne hätten. Allerdings sitzen wir auch, wir filmen jede Show und wir setzen uns auch immer am nächsten Tag zusammen. Ich habe einen Ansprechpartner der Band, ist der Jan Dirk, der Bassist. Und der ist so für das Visuelle zuständig. Und dann passen wir da jeden Tag noch ein paar Kleinigkeiten an. Aber im Grund vertraut mir die Band und die weiß, dass ich ihre Wünsche und ihre Vorstellungen da auch gut umsetzen kann. Mein Name ist Toni Leutsch. Ich bin der FOH-Ingenieur von den Lunats. Wir sind gerade mit den Lunats unterwegs auf ihrer Deutschland-Österreich-Schweiz-Tour mit ihrer neuen Platte Lauter als Bomben. Neue Produktion, neue Live-Show. Ja, dafür sind wir heute hier in München. Ich bin unter anderem auch Studiotechniker, Live-Mischer, produziere auch Songs, schreibe auch Songs. Also alles rund um die Musik, von der Live-Produktion bis zur Platte halt. Was ich auch sehr gut finde, in beiden Richtungen den Workflow zu kennen, weil man kann es in beiden Richtungen auch gut einsetzen.
Und man lernt von live im Studio und im Studio von den Live-Sachen. Das Schönste am Live-Spielen oder am Live-Mischen oder am Live-Sound machen ist halt, man ist so ein bisschen im Moment festgefangen. Und das finde ich ganz schön. Es passieren Sachen. Es passieren auch nicht immer gute Sachen. Es passieren oft Zufälle, die extrem gut oder geil sind. Ich finde es sehr schön beim Live-Spielen einfach, dass es der Moment ist. Jede Show kann anders sein, jede Halle ist anders. Es ist nicht immer gleich und macht die Musik wieder ein bisschen lebendiger. Der Kontakt zu den Lunats kam tatsächlich daher, dass ich damals noch Praktikant im Prinzipalstudio war, wo auch die, unter anderem jetzt auch die Toten Hosen aufnehmen, die Lunats auch die letzten, oder die vorletzte und vorverletzte Platte auch aufgenommen haben und produziert haben. Und da hat man sich kennengelernt und ist dann mal mitgefahren als Ersatzmann und das hat sich so ergeben. Und irgendwann war ich halt jetzt mit Timo auch, machen wir gemeinsam im FOH für die Lunats. Grundsätzlich bin ich ja auch Fan davon, immer verschiedene Konsolen zu bedienen. Einfach um zu sehen, was können die, um im Bilde zu sein. Und es ist ja nicht schlecht, wenn man das Wissen von verschiedenen Konsolen nicht verliert. Aber irgendwann denkt man sich halt auch, ein eigenes Pult wäre ganz schön, um mal wirklich schön arrangieren zu können. Es ist doch was anderes, sein eigenes Setup jeden Tag gleich zu haben, sei es auch mit externen Effekten, Einbindungen von anderen Sachen. Und hab dann lang rumgeguckt auch, ne, alle verschiedenen Anbieter, die es gibt, und bin dann tatsächlich letztendlich bei Alan Heath gelandet. Also ich fand das Konzept auch ganz gut mit dem Gehirn auf der Bühne, das nur aus Surface zu betrachten. Also dann kann man halt auch mal eine Clubshow oder eine Show in der Bar mit dem iPad bedienen zum Beispiel. Für mich war einfach Alan Heath so, dass für meinen Workflow das angenehmste und schnellste Pult vor allem auch. Kann genug Kanäle, ist sehr flexibel und Preis-Leistung auch absolute Wahnsinn. Also hat sehr dafür gesprochen, mich dafür zu entscheiden. Und klanglich sowieso. Das Pult ist grundsätzlich erstmal sehr sauber. Und klingt, wie es klingen soll. Man weiß, was kommt, aber kann auch sehr dreckig. Das ist halt natürlich auch geil. Ne? Also wir haben hier zum Beispiel, keine Ahnung, hier in meiner Kickdrum zum Beispiel, gibt es ja dann so Sachen wie ein Preamp, den ich benutzen kann, mit dem Dreck reinfahren. Das ist ja wie, man kennt ja den Maida-Sound, kommt viel vom Preamp. Man kennt den Sound von Soundcraft und so weiter und so fort. Und hier hat man so ein paar Optionen. Da kannst du halt den Dreck dann auch machen. Natürlich auch richtigen Dreck versuche ich natürlich auch auf der Bühne zu schaffen. Wir haben richtige Amps. Ich finde es mittlerweile sehr schade, dass Bühnen sehr clean sind. Aber das Zusammenspiel zwischen unserer Bühne und diesem Pult, was halt die Optionen frei hält, ich kann dreckig, ich kann sauber, ist für mich so der perfekte Flow oder die perfekte Art, so zu arbeiten. Man kann halt einfach beides bedienen damit. Was ich noch auf keinem anderen Pult wirklich gesehen habe, also auf fast keinem anderen Pult, dass man die Möglichkeit hat, hier in meinem Surface-Setup wieder die Zusammenstellung der Kanäle, sei es VCA, sei es Gruppen, sei es Outputs, legen kann, wie ich möchte. Ich finde heutzutage das Wichtigste ist ein schneller Workflow. Früher konnte man natürlich bei der Analogtechnik direkt hingreifen. Heute muss man sich genau überlegen, wie komme ich am schnellsten zu meinem EQ, wie komme ich am schnellsten zu meinem Kanal. Ich finde es aber auch gut, wenn die Fader übersichtlich sind, weil es bringt mir auch nichts, wenn ich dann irgendwie die Mega-Bewegung machen muss und komme mit meinen 20 Federn, die ich jetzt hier habe, tadellos aus. So, wir kommen jetzt ein bisschen zu unserem Bühnensetup. Mir ist ja ganz wichtig, dass auf der Bühne quasi der Sound schon so steht, dass es passt einfach. Und dass man unten nicht irgendwelche Equalizer-Akrobatik machen muss, sondern einfach mal schon einen Sound kriegt, der gut funktioniert. Jetzt habe ich mich entschieden bei den Gitarren. Die Boxen vorne sind auf leiseren Bühnen tatsächlich aus, aber sonst haben wir zwei Boxen, einmal die hier, einmal die hier. Aber das ist die wichtige Box für mich. Die haben wir gebaut. Das sind 1/12er-Boxen im Tele-Format. Die sind hinten auch noch mal ein bisschen gedämpft. Und dadurch sehr tight. Jetzt habe ich hier einmal ein Kondensermikro, wie wir schon hatten, ein 840er, ein 201er und ein 160er. Das ist das Kondenser, das ist das Dynamische und das hier ist ein Bändchen.
Und ich mache quasi mein EQing so ein bisschen über diese Mikros. Das ist das 201er ist mein Hauptmikro, mit dem ich auch die Melodien dann in der Mitte rausschiebe und die anderen nehme ich wirklich zum Sound machen. Das wäre unser Gitarren-Setup. Wir spielen Friedmann-Amps, ganz normale Tops, ohne viel Schnickschnack. Ein paar Effekte vorne am Effektboard. Ist ja auch selten geworden, dass Rockbands noch Amps auf der Bühne stehen haben. Wir finden das gut. Ich stimme das Schlagzeug auch selber. Also auch wieder hier, der Sound von der Bühne muss schon stimmen. Und wir haben das Setup relativ fokussiert angesetzt. Ne? Deswegen auch zum Beispiel die Overheads. Das XY, weil ich habe eine Bühne, ich habe überall her die Becken, also ich kriege die überall in die Vocals mit rein. Deswegen finde ich gut, wenn ich meine Overhead-Mikros, weil ich finde Becken schon sehr wichtig, um eine Band geil in Szene zu setzen. Eine Eins am Becken ist einfach wichtig, die muss man hören. Und haben deswegen uns entschlossen, XY über Kopf am Schlagzeug zu machen. Da hat K&M uns auch ganz nett unter die Arme gegriffen und uns einen Spezialständer geschickt, wie man hier sieht. Der muss natürlich auch leicht aufzubauen sein. Und wir wollten das halt auf einem Stativ haben und das soll stabil sein. Und so funktioniert das super. Also die Band meinte, auf dem In-Ear ist das wirklich merkbar. In der Kickdrum eine Grenzfläche, Klassiker, vorne ein M88. Damit wir auch so ein bisschen Vintage-Sound zusammenkriegen, dann kann man sich das schön mischen. Die Grenzfläche, die wir hier haben, ich hole sie mal kurz raus. Mein absoluter Liebling. Reicht mir eigentlich auch alleine als Mikrofon. Funktioniert sehr gut. Das kriegt gerade Mikrofon. Dann haben wir noch unseren Bass. Also Gitarren-Setup nochmal, ist gleich wie drüben. Komplett gleich, identisch. Unser Bass-Setup besteht einmal Klassiker, alte Ampeg-Box. Es ist auch wirklich alles so gespielt. Mikro dran. Eine Little Labs als die DI-Box, um phasenmäßig ein bisschen was raufschieben zu können. Es ist vorne am Pult auch noch ein Delay drauf. Also erst das Delay draufgeschoben, quasi die DI-Signal auf die Box geschoben und dann hier nochmal wirklich fein nachjustiert mit der Little Labs, die DI-Box. Weiter zu unseren Vocal-Setups. Nichts Großartiges, aber trotzdem spannend, kennt ja noch nicht jeder, die Optogates. Wie man sieht, wir haben hier vorne allein schon vier Mikros stehen und wenn die vier immer an wären, dann kann ich meinen Overheads wieder abschrauben. Deswegen hier 1, 2, 3 Optogates bis auf den Main-Gesang, der läuft ganz normal. Das heißt, Optogates funktionieren so, wie die meisten schon wissen. Hier sieht man es jetzt, wenn ich weg bin, wenn ich dran gehe, geht ein Licht an. Also mit Infrarotsensoren und die sind wirklich nur an, wenn ich davor stehe, mit einem gewissen Abstand. Lärmreduzierung auf der Bühne, da wir auch noch Amps haben, Schlagzeug, also wirklich noch Instrumente, die klingen, die Lärm machen auf der Bühne, ist natürlich sowas ein sehr hilfreiches Tool, um die Bühne schön sauber zu kriegen mit unnötigen Geraschel und Beckengeplärre. So, jetzt sind wir da auf der Bühne an unserem Monitor-Setup. Hier sieht man auch schon die zwei Stageboxen. Hier eine 48er, hier ist glaube ich sogar eine 64er. Ja, genau. Hier ist die kleinere für FOH, die größere für die Bühne. Weil wir natürlich auch Dogbacks haben und mehr, genügend Outputs brauchen. Ist aber jetzt alles auch mit Multipin-Steckern. Das heißt quasi, man muss fast nichts mehr stecken. Die Kiste wird noch dran gesteckt. Der Rest ist alles mit Multipin verkabelt. Wir haben hier auch eine 3000er stehen, habe auch lange überlegt, vielleicht eine Nummer größer zu nehmen, aber eigentlich platzmäßig macht das einfach immer Sinn, auf diesem Quadratmeter arbeiten zu können. Und der Clou auch in Zukunft ist, oder der Gedanke ist, man kann hier auf der Allen Heath auf einer Stagebox zwei Surfaces anstecken und quasi wirklich Monitor und FOH trennen, dass man dann wirklich sagt, okay, auf Kanal 65 passiert mein Monitor-Setup und auf Kanal 1 bis 64 passiert mein FOH-Setup. Man bespielt dieselben Outputs natürlich, ne? Es ist alles auf einer Stagebox, also das heißt, alles, was physikalisch ist, wird sich geteilt, aber man hat dann eigene Szenen. Das heißt, bei den Szenen sieht es dann so aus, dass man bis 250 ist dann FOH. Und ab 251 bis 500 benutzt dann quasi der Monitor die Szenen. Können sich ihre eigenen Szenen abspeichern und die Show ist dann eine gemeinsame Show, weil es ja auf einem Computer läuft.
ist für die Zukunft eine schöne Sache, wenn man gerade Gewichtsprobleme hat, Platzprobleme hat. Quasi man kann mit diesem Kasten hier und diesem Kasten hier und zwei von diesen Surfaces komplettes Sound-Setup fahren. Das ist jetzt quasi generell mein Setup, mit dem ich die Live-Show mische. Aber wir fangen jetzt mal bei den Gitarren an. Gitarren vorne, das ist meine Gruppe für eine Gitarre. Das heißt, ich habe mir die auch so aufliegen, weil ich versuche, also das, wie man sieht, das EQing in meiner Gitarre ist sehr gering, weil ich mein EQing mit drei verschiedenen Mikros mache. Ich habe einmal ein 201er, ein 160er und ein 840er. Also ein Bändchen, ein dynamisches und ein Kondenser, mit dem ich wirklich verschiedene Sounds fahren kann. Der Clou dabei, eben wieder schneller Workflow. Ich habe dieses Mikro mittig gepennt und habe diese zwei Mikro links rausgepennt für die linke Gitarre. Das heißt, ich habe schon ein bisschen Panning, damit ich einfach einen sauberen Mix kriege. Ich weiß, es ist oft schwierig an schmalen Schläuchen. Dann kann ich die aber ganz einfach mittiger fahren und die Gitarren wandern zusammen. Aber es ist halt nicht so, dass ich so gepennt bin, also keine Ahnung, 20% oder 30%, sondern dass ich wirklich hart mittig gepennt bin mit diesem Mikro und hart links gepennt bin mit diesem Mikro. Das heißt, ich kann mir die Mitte dadurch selber fahren mit einem Fader. Desto weiter ich diesen Fader hochschiebe, der hier, diese drei Fader gehen in diese Gruppe, desto weiter klappt mir die Gitarre so auf. Was natürlich super schön ist bei Melodie-Parts, Solo-Parts. Das heißt, beim Solo, zack, und ich habe das Solo in der Mitte. Aber ich habe trotzdem die Gitarre ein bisschen auseinandergepennt, damit der Mix einfach aufgeräumter ist. Das ist auch so ein bisschen Philosophiefrage. Es gibt auch viele, die machen es dann einfach so ein bisschen. Ich mache so, funktioniert für mich sehr, sehr gut. Noch dazu habe ich in meinem Gitarren-Setup meinen generellen Gitarren-VCA auch hier liegen. Das heißt, es gibt viele Parts, wo die Gitarren einfach wirklich auch 3, 4, 5 dB lauter, leiser werden. Hab quasi auf in dem Fall 9 Federn nur mein Gitarren-Setup. Aber das ist in dem Fall jetzt bei einer Gitarren-Rockband, finde ich, auch einer mit der wichtigsten Sachen, mit der Stimme natürlich, weil die Drums laufen. Drum-Sound entscheide ich vor der Nummer. Während der Nummer passieren viele Arrangements an der Gitarre. Solos rausarbeiten, Sound verändern. Manche Gitarren sind ja wirklich dann einfach 5 dB, 10 dB sogar leiser, weil es der Song verlangt. Hab den totalen Zugriff. Für den Bass sieht bei mir so aus, die DI und Amp habe ich aber auf meinem User-Setup auf dem DCA liegen, weil ich auch schon vor dem Song entscheide, wie der Anteil von Amp und Gitarre ist. Bei den ruhigeren Songs ein bisschen mehr Amp und DI-Signal ist, bei den ruhigeren Songs mehr DI-Signal, bei den knalligeren Songs mehr Amp, weil der schön verzerrt ist. Das nächste wäre hier meine HD-Kanäle. Haben wir auch, hat man heutzutage, können wir auch ruhig sagen. Da kommt halt auch hin und wieder mal ein Sub gefeuert oder mal ein bisschen Fläche von hinten. Will ich aber auch die totale Kontrolle haben. Ich habe mir teilweise auch Sachen, die lauter sein dürfen, auf den Monokanal gelegt. Flächen liegen meistens auf dem Stereokanal, kann die aber zusammen hier auch nochmal schieben. Gut, nun kommen wir zu meinem Vocal Setup. Ist ja das Wichtigste, gerade Donuts haben die letzten zwei Platten auch auf Deutsch gemacht. Und umso mehr wollen die Leute das verstehen, was da passiert. Das heißt, ich habe sehr großen Wert auf Vocals gelegt, damit die verständlich werden und habe da lang rumprobiert. Und das Ganze ist jetzt wie folgt, dadurch, dass wir einen Sänger haben, der sein Mikro wechselt und einen zweiten Sänger, also Guido singt ja bei uns auch mehrere Songs, da habe ich mir jetzt was überlegt, wie kriege ich das hin, dass ich ein richtig geiles Vocal-Setup habe, das übersichtlich bleibt, aber und da ich auch Outboard verwende, es auch leicht bleibt, sieht jetzt so aus, dass meine Kanäle, die sind schon vorbearbeitet, aber ganz minimal, das ist meine Cueing, quasi nur ein bisschen Anhebung bei 1,5, 1,6 für die Verständlichkeit. Da ist dann auch ein Kompressor drin, der macht schon was mit 8 Ratio, 8:1 und komprimiert schon bis minus 7. Und das Ganze, meine Wireless Vocals vom Mainsänger, meine Hauptvocals vom Mainsänger und die Vocals vom Gitarristen, der auch manche Songs übernimmt, gehen alle in eine Gruppe und in dieser Gruppe im Insert hängt quasi zum einen der Smart EQ Plus, wir gehen digital rüber, der mir einfach obenrum so ein bisschen aufräumt, so ein bisschen wie ein DSer arbeitet, aber auch wenn Ingo mal an die Becken geht, ein bisschen harmonisiert, gehen da in den Distressor und da zurück.
Das Ganze gilt aber für drei Mikros. Die gehen alle in dieselbe Gruppe. Das heißt, ich schiebe in den Kompressor. Und ich schiebe in diesen EQ, aber der räumt ja auch nur auf. In diesem Fall. Und kann dann quasi auch meine Kompression so bestimmen. Das heißt, ich gehe mit meiner Gruppe runter, schiebe den Fader rauf an den leiseren Parts, habe trotzdem Sound in der Kompression. Und umgekehrt, wenn er lauter wird, schiebe ich hier zurück und schiebe meine Gruppe hoch. Und habe dadurch die super Kontrolle über meinen Distressor, der schön aufräumt. Und habe dadurch natürlich auch die bestmögliche Verständlichkeit für meine Arbeitsweise. Für die Stimme habe ich einfach noch gern mal ein Gerät, wo ich einfach schnell hingreifen kann, was für mich gut funktioniert. Attack-Release-Zeiten ändern sich teilweise in den Songs bei mir. Bei den ruhigeren Songs langsamere Release. Bei den schnellen Songs ganz schnelle Release. Einfach schnell hinfassen, nicht irgendwie erst draufklicken müssen, sondern das muss bei mir schnell gehen. Für den Bass habe ich noch einen alten 160er. Funktioniert für mich einfach. Das ist ein reiner Geschmack, mag ich gerne. Ein Klassiker, den wir übrigens auch in im Pult haben, der sehr gut klingt. Also ich habe die verglichen. Kaum Unterschied, aber ist halt auch der Bass bei mir. Geht es mir darum, einfach schnell zum Threshold zu kommen und auf die Schnelle bestimmen zu können, wie hart er komprimiert. Das ist nur Workflow. Dann habe ich hier meine EME. Über das gehen auch meine Vocals dann quasi, die dann zum Smart EQ Plus kommen. Und weitergehen in den Distressor und wieder zurück ins Pult. Wie gesagt, der Distressor auch. Schnelle Bedienung. Dann habe ich noch, und die RME. Ich mache komplett meinen Offline-Soundcheck und mein Recording, alles über diese RME. Habe eine MADI-Karte im Pult drin. Habe ich für die MADI-Karte deswegen entschieden, weil ich recht flexibel bin und recht viele Output-Möglichkeiten habe. Also ich kann da bis zu 4 Wege rausleiten. Wir kommen hier mal zu den Plugins in der D-Live. Ich finde es großartig, dass die originalgetreu nachgebaut worden sind und auch vom Metering. Und das ist alles recht ähnlich, wie man das vom Original kennt. Hier haben wir zum Beispiel dann auch einmal Silverface Blue Stripe, denke ich mal, vom Klang her. Und auch hier den ganz normalen klassischen 1176er, den schwarzen. Klingt auch tatsächlich unterschiedlich, ist es nicht nur die Farbe. Es gibt aber auch noch, machen wir hier einen anderen Kanal, wo gerade nichts belegt ist. Zum Beispiel hier haben wir einen klassischen 160er, den ich hier auch nochmal im Original habe. Aber auch nur aus Spielerei. Und was haben wir denn noch? Sehr schön die Studio-Version vom 160er. Ein Mighty-Kompressor, kennt man auch von früher. Sehr schnell, sehr punchy. Und noch mein Opto-Kompressor, der auch sehr gut funktioniert. Das Highlight hier, es funktioniert anders wie bei den meisten anderen Pulten. Ich habe meinen Kompressor nicht irgendwie über Umwege auf einer eigenen Plugin-Seite, sondern ich habe meinen Kompressor, das mir sehr wichtig ist, ich ändere den Kanal und ich habe ihn hier. Ich kann direkt darauf zugreifen, er ist bei mir im Channel unter Kompressor und kann ihn da ändern. Großartige Sache, funktioniert am besten. Und das nächste ist dieser Parallelpart. Ich kann hier federmäßig, wie man sieht, das ist nicht ein gewöhnlicher Mixregler, der den Anteil bestimmt, sondern ich habe hier zwei Fader. Ich habe einen Dry-Fader, den ich hier bedienen kann, und ich habe einen Wet-Fader und kann das halt, wie man das so kennt, quasi so mischen. Und das finde ich auch sehr schön, dass ich das in jedem, in meiner Kompressor-Engine immer direkt verfügbar habe und an- und ausmachen kann. Das heißt, ich kann auch überprüfen, klingt das besser, vielleicht einfach direkt das Signal alleine oder wie klingt das gemischte Signal für mich. Effektemäßig bei den Digitalpulten war ich bis jetzt immer sehr enttäuscht, aber hier auf diesem Pult, die haben mich überzeugt, das hat mich tatsächlich schon an der iLife überzeugt. Und ich benutze hier ganz klassisch einen 480er Hall, Lexikon, eine EMT-Geschichte, mit dem mache ich mir einen kleinen Raum. EMT nochmal für großen Raum, für große Snares. Das ganz klassische Delay, was ich mir heute auch noch hier zum Tappen draufgelegt habe. Ein Doubler für meine Backing-Vocals, für die Chöre, einfach die ein bisschen fett zu machen. Ein Chorus für die Main-Vocals, um die so ein bisschen aufzudicken. Mein Lieblingstool, mein Gated Reverb, für ganz klassische 80er-Jahres-Snares, Toms.
kommt den AMS, also ich komme damit super klar, es funktioniert für mich wie der AMS, den ich tatsächlich auch nochmal aufgelegt habe, aber funktioniert für mich so gut, seit ich das Pult habe, dass ich den AMS bei mir aus der Apollo nicht wirklich brauche. Also ich komme mit den Effekten im Pult super klar. Bleibt für mich dann auch übersichtlich mit dem ganzen Outboard. Mir ist wichtiger Mastering, Stimme ist ausgesourced und alles andere kann ich hier bedienen. Ich bin Andi C., ich bin als Systemtechniker für Rainage heute hier in der Tonhalle beim Donuts-Konzert. Also hier gibt es ja keine Hausanlage oder so, das heißt, die wird jedes Mal wieder reingebracht, obwohl das die Firma Rainage relativ häufig hier macht. Und das ist quasi so eine Art Standardsystem oder nicht Standardsystem, aber das, was sich über den Laufe der Jahre gezeigt hat, dass hier drin relativ gut funktioniert. Das ist ein L-Acoustics Kara-System mit 2x7 Kara pro Seite, was einerseits durch die Hallenhöhe ein bisschen bedingt ist, dass wir nicht weit höher können, als auch ein bisschen durch den Last, weil wir an dem Pre-Rig hängen und da nicht mehr Last einbringen können. Aber das reicht auch ziemlich gut eigentlich. Zusätzlich gibt es hier die Seitenbereiche, diese Seitenschiffe, die wir auch nochmal jeweils mit einer Kara abdecken. Nierfills natürlich und dann haben wir noch 2x4 SP28 im Kardioid-Mode als Sub dazu. Die Band hat schon eine Forderung natürlich auf nicht unbedingt nur mit diesem einen System, aber nach einer System, von mir ist L-Acoustics, D&B, eins der Standard-Markensysteme wird normalerweise gefordert und dann ist es aber so, dass das System in der Konfiguration auch nochmal an die Band oder an die Bandproduktion geschickt wird und die natürlich schon auch nochmal ihr Okay drauf geben müssen. Nö, da sind wir eigentlich auf dem L-Acoustics-Standardsystem mit der Dofa-Kabelung, die sich ja auch sehr gut bewährt. Wurde immer von einem Amp mit einem CA-Com quasi mit allen vier Amp-Kanälen hochkommst, wo es dann entsprechende Splitzes gibt. Tatsächlich fahren wir hier komplett analog. Also wir gehen quasi digital über AS-EBO mit einem Left-Right vom Pult hier in meinen Lake rein. Der Lake fungiert eigentlich hauptsächlich als Matrix und Systemverteilung und Geschmacks-EQ. Und im Amp-Processing findet hauptsächlich die Grundanpassung innerhalb des Systems statt. Es gibt keine Trennung zwischen Crew und Band, sondern es ist einfach, man ist zusammen unterwegs. Es ist ein bisschen wie eine Klassenfahrt natürlich. Es macht einfach Spaß, unterwegs zu sein zusammen und zusammen hier ein schönes Ding auf die Beine zu stellen. Und es ziehen alle am gleichen Strang. Und ich denke, man sieht es im Ergebnis dann letztendlich, dass es einfach ein rundes Ding geworden ist. Wir arbeiten gemeinsam an den Sounds, wir arbeiten gemeinsam am Ablauf vom Konzert, gucken, was wir noch verbessern können. Ist alles sehr familiär. Jeder hört auf jeden, das ist total cool, also sehr entspannt. Jeder kann seine Ideen einbringen, dann wird gemeinsam daran gearbeitet. Also sehr offene Produktion. Ja, macht Spaß. Bitte schön, Dankeschön! Mein lieber Scholli!